Willkommen, Sie hören Radio TV IBS Liberty am Mikrofon Andreas Klamm. Muttertag, ein ganz besonderer Tag, wie ich meine, auch ein ganz wichtiger Tag. Und dennoch glaube ich, sollte es nicht nur bei einem Tag bleiben, an dem wir Kinder Danke sagen oder auch für unsere Mütter da sind. Ich bin französisch-deutscher Journalist, 43 Jahre, und werde wohl auch immer das Kind meiner Mutter bleiben. Nicht nur ein Kind, sondern in der Mitte von zwei Schwestern. Sohn einer Mutter mit drei Kindern. Einer Mutter, der ich sehr dankbar bin und sicherlich Millionen, mehrere Millionen gute Gründe habe, meiner Mutter ganz besonders dankbar zu sein. Dazu stehe ich auch. Und ich glaube, eine Mutter wird auch immer eine Mutter sein, ungeachtet dessen, wie jung oder wie alt das Kind ist. Ob es 4 Jahre jung ist, oder 43 Jahre, oder vielleicht auch mal 63 Jahre, das ist ja auch möglich. Und dennoch wird eine Mama, eine Mutti oder eine Mutter immer, solange es möglich ist in dieser Welt, die Mutter ihrer Kinder sein. Und daher glaube ich, ist Muttertag ein ganz besonderer und auch wichtiger Tag. Doch ich glaube und denke, es sollte sich nicht nur auf einen Tag beschränken. An die Mutter, an die Mama, an die Mutti zu denken. Und es sollte sich nicht nur auf einen Tag beschränken. Auch mal im höheren Alter. Für die Mama, für die Mutti oder auch für die Mutter da zu sein. Denn wenn wir in der Wahrheit sprechen, auch in der Liebe sprechen, dann ist es ja so, dass bis zum 16., 17., 18. Lebensjahr Mütter oder auch die Mama, die Mutti und die Mutter Tag für Tag, 18 Jahre lang bis zur Volljährigkeit, in der Regel Mütter und Mamas immer für ihre Kinder da sind. Besonders in den ersten Lebenswochen und Monaten und Jahren sind Mütter, Mamas und Muttis oder eben auch die gute Mutter rund um die Uhr für ihre Kinder da. Ich glaube, es sind mindestens mehrere gute Millionen Gründe, um einer Mutter, einer Mama oder auch einer Mutti dankbar zu sein, sie nicht zu vergessen und auch, wenn die Kinder älter, reifer geworden sind, vielleicht 30, 40, 50, vielleicht sogar 60 Jahre, auch dann für die Eltern, sofern sie noch da sind, oder eben auch ganz besonders auch mal für die Mama, für die Mutti, für die Mutter da zu sein. Muttertag. Es ist ein ganz besonderer Tag. Und es sollte sich nicht nur auf einen Tag beschränken, füreinander da zu sein. Mütter für ihre Kinder und Kinder für ihre Mütter. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in dieser großen, weiten Welt nicht einen einzigen Mann gibt, der ohne Frau zur Welt gekommen ist? Muttertag. Mama, Mutti, Mutter. Es sind ganz besondere Frauen, die Arbeit leisten und wirken und Dinge tun, die so oft leider viel zu wenig anerkannt
und gewürdigt werden. Und so hoffe ich, dass wir alle die Chance nutzen, 365 Tage im Jahr da zu sein füreinander, für die Familie, für Kinder, für Mama, Mutti und eben für die Mütter. Das waren einige Gedanken und auch eine Danksagung der besonderen Form an meine Mutter, denn ich bin ja auch eines von drei Kindern in der Mitte und der Sohn einer Mutter, und das werde ich auch wohl auch in 20 Jahren noch sein. Eine Mutter bleibt eben auch immer Mutter. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund, soweit Sie gesund sind. Und wenn Sie nicht gesund sind, soweit möglich, dann werden Sie bitte wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty. Dies ist eine Produktion von Radio TV IBS Liberty. Independent Broadcasting Service Liberty. Das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113-67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 6802. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben: E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch weltweit im Internet bei www.ibstelevision.org und alternativ www.radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben: Internetpräsentationen und Informationen zu Radio TV IBS Liberty weltweit im Internet bei www.radiotvinfo.org.